Drei Menschheitsprobleme, die der Kapitalismus nicht lösen kann. Was können wir tun? Ein Audiokommentar zum 1. Mai von Tim Losowski. Immer mehr Menschen merken, dass unser aktuelles Wirtschaftssystem, der Kapitalismus, weder in der Lage ist, die kleinen noch die großen Probleme der Menschheit zu lösen. Dabei müssten wir in einigen Bereichen endlich handeln. Die Top 3. Top 1: Digitalisierung. Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Automatisierung machen vielen Menschen Angst. Angst, ihren Job zu verlieren, Angst, nicht mehr über die Runden zu kommen, Angst, überflüssig zu werden. Müsste es aber eigentlich nicht. Automatisierung könnte für die Menschheit so schön sein. Endlich müssten wir nicht mehr 8 Stunden täglich ackern, sondern nur noch 6 oder bald 4 Stunden. Wenn wir die Arbeit gleichmäßig verteilen und auch die arbeitslosen Menschen einbeziehen, bald sogar noch weniger. Aber der Kapitalismus ist zu dieser Lösung nicht in der Lage, denn eine Reduzierung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich steht den Interessen der Kapitalisten direkt entgegen. Für sie geht ökonomisch nur, uns immer länger und härter arbeiten zu lassen, wie zum Beispiel zuletzt in Österreich. Da wurde die Möglichkeit für einen 12-Stunden-Tag eingeführt. Top 2. Globale Erwärmung. Wer heute glaubt, die globale Erwärmung sei ein Märchen, glaubt auch daran, dass Kinder mit Störchen kommen. 16 der 17 wärmsten jemals gemessenen Jahre traten im 21. Jahrhundert auf. Gletscherschmelze, Meeresspiegelanstieg, Dürrezonen, Wetterextreme, Artensterben. Fast jeden Tag können wir eine neue Rekordzahl in diesem Bereich in der Zeitung lesen. Klar ist auch, die globale Erwärmung ist menschengemacht, vor allem innerhalb der letzten 150 Jahre der Herrschaftszeit des Kapitalismus. Nun treffen sich weltweit Politiker, um darauf irgendwie zu reagieren. In mehreren Verträgen wurde sich geeinigt, die globale Erwärmung auf unter 2 Grad im Vergleich zur Situation vor der Industrialisierung zu begrenzen. Ab dann wird eingeschätzt, dass die Lebensgrundlagen der Menschheit grundlegend in Gefahr sind. Und dennoch reichen die bisherigen Pläne der einzelnen Staaten lange nicht aus, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen. 2,6 bis 3,1 Grad Celsius könnte der Anstieg bis 2100 bedeuten, wenn sich nichts neu ändert. Wir sollten nicht naiv sein. Wieso sollen die Verteidiger des Kapitalismus lösen, was der Kapitalismus selbst hervorgebracht hat? Wieso sollen internationale Konzerne auf einmal aufhören, fossile Energien zu nutzen? Wieso sollen Kohlekonzerne ihre profitablen Verkauf einstellen? Wieso sollten Agrarkonzerne weniger Regenwald roden? Wieso sollten Autokonzerne weniger Autos produzieren? Wer soll sie dazu zwingen? Sicherlich nicht die Politiker, die selbst Schwerter in diesen Konzernen wechseln oder von dort herkommen. Solange wir in einer Gesellschaft leben, die nach dem Maximalprofit ausgerichtet ist, kann es keinen konsequenten Kampf gegen die globale Erwärmung geben. Top 3: Weltkrieg. Heute gibt es so viele Kriege wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Sei es in Syrien oder der Ukraine, die Großmächte auf der Welt steuern immer mehr auf eine direkte Konfrontation zu und bereiten ihre Bevölkerung mit der nötigen Hetze darauf vor, die eigenen Brüder und Schwestern mit anderem Glauben, anderer Hautfarbe wieder wegzuballern. Auch wenn es versucht wird, niemand glaubt den Erzählungen der Mächtigen, dass es bei den Kriegen um Demokratie und Freiheit gehen würde. Es ist ein globaler Kampf darum, wer in der Welt das Sagen hat. USA, Russland, China, Japan oder doch die EU? Alle wollen hier mitmischen. Der Kapitalismus kann nicht ohne Krieg und Weltkrieg auskommen. Jeder Konzern und jeder Staat, der im Dienste dieser Unternehmen steht, sind gezwungen, sich in der Konkurrenz gegen den anderen durchzusetzen oder unterzugehen. Zur Not auch mit militärischen Mitteln. Was also tun? Welche Perspektive? Natürlich steht nicht der Weltuntergang kurz bevor, doch die Situation spitzt sich vielerorts zu. Immer mehr Menschen sehen das und sind auf der Suche nach einer grundlegenden Alternative. Eigentlich ist die Sache ganz einfach. Das Problem ist das System. Der Kapitalismus muss weg. An seine Stelle muss ein System treten, welches die Profitlogik, die Konkurrenz abschafft und an diese Stelle eine kollektive Planung von Politik und Wirtschaft setzt. Das würde uns ermöglichen, die Digitalisierung zu nutzen und Arbeit gleichmäßig zu verteilen. Das würde uns ermöglichen, die Produktion radikal auf erneuerbare Energien umzustellen, Autoproduktion und eine Agrarindustrie einzuschränken, das Klima systematisch wiederherzustellen. Das würde uns ermöglichen, nicht mehr gegeneinander zu kämpfen, sondern friedlich miteinander zu leben. Früher nannte man das Sozialismus. Klar, kann man jetzt sagen, dass es ja schon mal schiefgelaufen ist. Der Kapitalismus hat 400 Jahre gebraucht, um sich durchzusetzen. Und er war eine Unterdrückergesellschaft und ganz offensichtlich funktioniert er heute nicht. Dass es mit einer befreiten Gesellschaft nicht beim ersten Anlauf klappt, muss uns nicht verwundern, sondern auffordern, die Fehler kritisch auszuwerten und gleichzeitig nach vorne zu blicken.
Denn für die Zukunft heißt es meiner Meinung nach, wie schon die Kommunistin Rosa Luxemburg sagte, Sozialismus oder Barbarei. Und mit dieser Meinung bin ich nicht allein. Heute, am 1. Mai, dem Internationalen Kampftag der Arbeiterinnen und Arbeiter, gehen Millionen Menschen auf die Straße, um für dieses Ziel zu kämpfen. Lasst uns in Zukunft jeden Tag zu einem internationalen Kampftag machen. Was denkt ihr, wie eine Gesellschaft jenseits des Kapitalismus aussehen könnte? Schreibt's in die Kommentarspalte.